Thorsten Becker, Feuerwehr Siegburg. Wir hatten heute im Laufe des Tages eine Brandmeldung im sogenannten KSI auf der Abtei Mischitzberg. Das ist ja ein Bildungszentrum der katholischen Kirche. Hier sind auch zurzeit Seminare tagsüber und wir haben im Moment 300 Personen evakuiert. Die haben sich jetzt mittlerweile im Laufe des Einsatzes auch wieder in die Abtei begeben können. Im unteren Bereich der Abtei ist ein Neubauforum und dort hat es bei Außenarbeiten durch Flammen im Endeffekt eine Brandentstehung ist dort entstanden und diese Brandentstehung hat dazu geführt, dass die Isolierung im Außenbereich zwischen Forum und Umgehungsstraße der Altabtei angefangen hat zu brennen. Wir haben jetzt die ersten Steinplatten abnehmen können und versucht, hinter die Isolierung zu kommen. Das ist eine Steinisolierung und in dem Bereich hat also nicht nur Material Grünfläche gebrannt, sondern auch weiteres Material und dieses konnten wir jetzt ablöschen. Jetzt ist das Feuer aus und die Feuerwehr Siegburg war hier mit vier Löschgruppen und der hauptamtlichen Wache sowie Unterstützung der Feuerwehr St. Augustin, Tagesalarm und die hauptamtliche Wache Troisdorf im Einsatz. Jetzt werden die Maßnahmen zurückgeführt, die Personen können wieder in das Gebäude herein und wir beobachten das jetzt noch, ob die Rauchentwicklung auch wirklich nachgelassen hat oder ob wirklich noch Isoliermaterial weiter nach unten brennt in die Untergeschosse. Die Erkundung war jetzt etwas umfangreicher, hat etwas länger gedauert und wir hätten deswegen auch eine Alarmstufenerhöhung gemacht. Korrekt, richtig. Am Anfang war es ganz normale Brandanlage und dann haben wir erhöht, weil wir auch Rauch gesehen haben und dieser Rauch war auch in das Gebäudeinnere gezogen und hatte dadurch die Brandanlage ausgelöst. Zusätzlich hatten auch die Hausmeister hier nochmal Druckknopfmelder gedrückt und bei Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Verrauchung im Brückenbereich zwischen Alt- und Neubau, dem Fußgängerbereich zu sehen und auch in den Flurbereichen. Und deswegen sind wir erstmal von einem Brand im Inneren ausgegangen. Es hätte auch ein Schmorbrand sein können, der Elektrounterverteilung. Aber diese Sachen haben wir alle kontrolliert und sind jetzt im Außenbereich darauf gekommen, dass auch hier Flammarbeiten stattfinden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das nicht mehr so gut bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich das nicht mehr so gut bin.